Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mit einer ganz kurzen Sondermeldung bzw. einer kleinen Sondersendung, denn YouTube wird mir den Stecker ziehen. Was damit gemeint ist, das seht ihr jetzt in diesem Video. Also dranbleiben. Die ganz einfachen Zuseher bei YouTube werden das vermutlich gar nicht mitbekommen haben. Am 16. Januar hat YouTube die Richtlinien für sein Partnerprogramm aktualisiert. Darum geht es vor allen Dingen um die Monetarisierung und ein paar kleinere Eckpunkte. Darauf möchte ich jetzt eingehen. Ja, was ist damit gemeint? YouTube zieht mir den Stecker. Ganz einfach. Ich habe jetzt einfach mal ganz lapidar eine Meldung bekommen. Ja, lieber User, zum 20. Februar 2018 werden sämtliche Content-Geschichten, sämtliche Content-Inhalte, sämtliche Videos, die du bisher auf YouTube, auf dieser Plattform hochgeladen hast, demonetarisiert. Und das gilt auch für sämtliche neuen Inhalte. Ja, toll. Einfach mal so aus dem Stand heraus. Vorher wusste ich davon nichts. Kommt dann so ein Einzeiler und da kommt man sich halt weiter reinlesen. Fakt ist auch, nicht nur die Monetarisierung entfällt in meinem Fall, denn es fehlen auch dann das ein oder andere Feature, die Abspannfunktion, ne, hier, wo dann immer hier oben dann mein wunderschönes Gesicht zu sehen war, kommt mal draufklicken, kommt meinen Kanal abonnieren und eben noch nebendran ein aktuelles Video oder eben auch ein Video, das zu dem entsprechenden Videothema gepasst hatte, um sich das auch nochmal im Anschluss ansehen zu können auf direktem Wege. Das entfällt, das wird mir genommen, genauso wie eine typische, diese kleinen I's da oben im Ecken, diese Infokarten, da kann man ja auch nochmal auf Webseiten verlinken und solche Geschichten, auch das entfällt, kann ich jetzt nur noch über die klassische Videobeschreibung machen. Ja, ob sich da jeder die Mühe macht, da unten die Videobeschreibung aufzuklappen, ist eine andere Sache, aber auch so, natürlich guckt doch nicht jeder so ein Video zu Ende, also auch die Endcard ist nicht das Allheilmittel. Gut, doppelt bestraft, ja? Also kein Geldrückfluss von der Monetarisierung und ein Abschnitt bei den Funktionen, die ich nicht mehr nutzen kann. Das Beste wäre es jetzt noch, wenn sie mir dann die Videolänge nochmal kürzen würden. Ja, darfst du noch 10 Minuten quasseln. Ja, dann hätten wir es, glaube ich, geschafft. Was erhofft sich YouTube davon? Ganz klar, es geht wieder mal um Spammer und Leute, die meinen, sie müssten fremden Content hochladen und müssten den da monetarisieren, müssten damit Geld machen. Ja? Solche Geschichten lese ich immer wieder in diversen Facebook-Gruppen mit dem Screenshot, ja, über 6.700, weiß der Kuckuck wie viel Euro im Jahr mit YouTube gemacht, ohne jemals ein Video gedreht zu haben. Ja, dann werden dann diese typischen Pannenvideos immer wieder nochmal anders geschnitten, hochgeladen und man hofft dann, dass man da ein paar Klicks arschen kann. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders und dagegen möchte YouTube weiterhin vorgehen. Ich hätte es dann vielleicht lieber so gesehen, dass man sagt, okay, man schaut sich die Kanäle eine gewisse Zeit lang an. Also nicht ab diesen 10.000 Views, oder doch, vielleicht einfach diese Views nochmal ein bisschen hochsetzen, noch 2-3 Monate länger so einen Kanal laufen lassen und da würden vermutlich ganz viele den Löffel fallen lassen und sagen, okay, lassen wir das Ganze. Mindestmaß waren die ganze Zeit 10.000 Views. Ab dann war die Monetarisierung für neue User möglich. Für bestehende wie auch mich, ich mache das schon seit 2015 im September jetzt mittlerweile. Für die galt diese Regel nicht, aber ich habe sie zu dem Zeitpunkt auch schon lange überwunden. So, jetzt haben wir diese neuen Richtlinien, die besagen, ein Kanal muss mindestens 1.000 Abonnenten haben. Ich habe etwas über 530 aktuell, also ne, Hürde unterschritten, ich falle da durchs Raster. Bei mir wird die Monetarisierung gekappt. Und noch einen zweiten Faktor gibt es, und zwar 4000 Wiedergabestunden in den letzten 12 Monaten. Und da störe ich mich schon ein bisschen dran. Es geht nicht um die Wiedergabezeit, 4000 Stunden kann man machen. Wobei ich auch da schon mal so ein bisschen quer gelesen habe in dem einen oder anderen YouTube-Forum. Der ein oder Kleinstkanal, der hat mit den 4.000 Stunden natürlich massive Probleme. Bei mir sind es über 14.000 Stunden, also ja, mehr als das Dreifache, das gefordert ist. Vielleicht hätte man da auch sagen können, okay, da geht man ein bisschen Kompromisse an, wer dann vielleicht ein bisschen weniger Abonnenten hat, dafür aber wirklich anscheinend relevanten, zum Teil relevanten Inhalt auf seinem Kanal bereitstellt und dann diese
Richtlinie von diesen Wiedergabestunden deutlich überschreitet, da machen wir nochmal ein Zugeständnis und sagen, ja, vielleicht sind 750 Abonnenten dann ausreichend oder halt vielleicht auch in meinem Fall, wenn man es dann sogar, das Dreifache dann dieser Wiedergabezeit hinbekommt, vielleicht auch 500 Abonnenten, dann wäre ich nicht demonetarisiert. Fakt ist, im Moment werdet ihr noch Videos oder beziehungsweise Werbung von meinen Videos sehen, aber am 20. Februar ist aus die Maus. Mit ein bisschen Glück, ich hoffe noch aufs 8. Weltwunder, bekomme ich diese ausstehenden Abonnenten bis zum 20. Februar noch irgendwie zusammen. Ich glaube es nicht. Wer sich mein monatliches Abonnentenwachstum so ein bisschen ansieht, also da kann man hochrechnen, so im Juli, August, wenn es richtig gut laufen würde, käme ich über diese 1000 Abonnentenmarke. Vorher schaue ich in die Röhre. Wäre jetzt natürlich noch richtig grenzwertig gewesen. Ich hatte eigentlich im Dezember noch eine neue Kamera kaufen wollen, ja, um einfach auch die Qualität, die Darstellungsqualität dieser Videos ein bisschen zu verbessern. Habe mir jetzt nur zwei Softboxen geholt und so ein Greenscreen, der war gerade dabei. Mal schauen, ob ich den überhaupt nutzen werde. Das waren dann halt meinetwegen 92 Euro. Okay, dachte ich mir, kann ich mir nochmal reinspielen über die Werbeeinnahmen, ist kein Problem. Oder eben mein Solarmodul. Ja klar, ich kaufe das natürlich auch für mich. Aber sag, okay, wenn es relevant ist für die Leute, kann ich da auch so ein kleines Stückchen auch über diese YouTube-Werbeeinnahmen querfinanzieren. Braucht keiner zu meinen, dass ich mir jetzt deswegen einen Tesla vor die Haustür stelle, weil ich so viel Geld mit YouTube mache. Aber es war mittlerweile ein bisschen was. Habe ich mir auch über Jahre mittlerweile erarbeitet, ohne jemals Werbung zu machen für den Kanal im Großen und Ganzen. Ich mache einmal in der Woche, wenn ich dann halt ein neues Video hochlade, poste ich das einmal bei Facebook und das war's. Mehr mache ich nicht. Keine E-Mail-Werbung, keine Facebook-Ads, irgend sowas. Ich habe da ganz auf organisches Wachstum gesetzt, habe gesagt, lass das Ding wachsen, wenn es wächst, ist cool. Es geht nun mal sehr langsam dann, aber das war für mich okay. Ich mache das ja auch zum Spaß, nicht nur fürs Geld. Aber wie gesagt, man kann sich einfach dann nochmal neues Equipment gönnen. Die Kamera ist jetzt auch schon 8 Jahre alt. Die wäre jetzt eigentlich mal langsam dran gewesen. Ja, die Kamera, die ich gekauft hätte, hätte um die 600 Euro gekostet. Das alles nur für mal einmal in der Woche ein Video auf YouTube hochzuladen. Naja, Kosten Nutzen, ne? Müssen wir mal schauen. Es wird bestimmt mal eine neue Kamera werden. Die wird irgendwann den Geist aufgeben. Dann will ich mir trotzdem eine holen, weil mir das ja auch Spaß macht. Ich habe einen gigantischen Mehrwert von der Community. Damals die Info, hey, das ist ein C-Modul, was du da angedreht bekommen hast, ne? Bei meinem Solarvideo. Fand ich super. Viele Fragen, die ich teilweise beantworten konnte. Oder auch mal einfach andere Blickwinkel, die mir die Leute in die Kommentare schreiben. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an die bestehende Community bis dato. Mehr ist es einfach nicht. Und natürlich meine Meldung. Es geht weiter mit dem Kanal. Ja? Jetzt nur, weil ich jetzt die 5,80 Euro da nicht mehr bekomme, höre ich nicht einfach auf. Ich habe mir das mit viel Herzblut zusammengeschustert, hier diesen Kanal. Der wächst, auch wenn er langsam wächst, ist mir völlig Wumpe. Ich möchte ja kein YouTube-Millionär werden. Ja, fertig gesagt eigentlich, fertig gemutzt. Wenn ich vermutlich diese 1000 Abonnentenmark wieder hinbekomme, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr Werbeeinnahmen bekomme, da ja einfach dann weniger Content-Creator für die bestehende Werbung zur Verfügung stehen. Ist vielleicht ein Pluspunkt, wenn man dann auf der anderen Seite der Macht steht. Ja. Ansonsten, was natürlich auch ein Faktor ist, wenn meine Videos nicht mehr monetarisiert werden, kann ich davon ausgehen, dass in den Videovorschlägen meine Videos auch immer mal 3, 4, 5 Plätze nach unten rutschen. Ja klar, YouTube möchte ja trotzdem weiterhin Geld verdienen, auch wenn ich da ausgesperrt werde. Ne? Ja. Das war's von mir. Ihr dürft natürlich gerne den Kanal abonnieren. Gerne das Video teilen oder einfach mal sagen, hier Leute, das ist ein witziger Kerl, schaut euch den mal an. Ja, so witzig bin ich eigentlich gar nicht, aber der bringt mal das ein oder andere interessante Video, das man sich anschauen kann. Ich würde mich natürlich freuen über jedes Abonnement. Bitte, bitte, bitte. Und wenn nicht, dann halt auch nicht. Ne? Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Das war's mit meinem Zwischenruf zum neuen YouTube-Partnerprogramm. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Bye, bye.